Im Namen der Merkel. Ich persönlich esse kein Schweinefleisch. Was? Dank mir wieder zum Islam, schon aufs Kreuz. Zur Werbung für Selfies machst. Zu Abonnage gegangen, hast mit dem diskutiert. Klingel du. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus. Jawohl, Leute, checkt die ersten beiden Links in der Beschreibung. Dort kommt ihr zu den Kanälen von meinen Brudi It's Asi TV und Harami Salami. Abonniert die auf Ehre, wenn ihr gönnt. Und benutzt den Creator-Code von mir und zeigt mir bei Fortnite. Yalla, viel Spaß. Zwei Stunden Video hat er über mich gemacht. Nicht mal Jesus hat so viel geredet wie er. Aber bevor ich mit dem Video anfange, muss ich erstmal zwei Sachen klarstellen. Ein Abonnent von mir hat den Ex-Muslim getroffen und einer hat es mit ihm ein Foto gemacht, natürlich um den hochzunehmen. Und andere Abonnenten von mir haben den in der Stadt getroffen, wie der Bibel am Verteilen war. Guck mal, wie die Leute in so einem christlichen Land wie Deutschland einfach an dem vorbeigehen. Kein Wunder, der sieht immer noch aus wie ein Moslem. Die denken, der verteilt da irgendwelche Koranbücher. Ich wollte mich als allererstes bei ABK bedanken, dass er auf mich gehört hat, wie ein kleiner Bruder. Shukran Achi, Habibi. Der gute alte ABK. Shukran Habibi nochmal, dass du Werbung gemacht hast. Danke dir von ganzem Herzen. Gerne schön, Bruder. Ich hab dir doch versprochen, dass ich dich pushe. Das habe ich dir auch auf Facebook schon geantwortet auf deinen Kommentar. Du gibst mir quasi ein Sprungbrett, um nach vorne zu kommen, um das Evangelium zu verkünden, damit ich den Menschen von Jesus erzähle. Ja, guck mal, wie korrekt ich bin. Als Moslem helfe ich dem sogar sein Evangelium da nach vorne zu bringen. Du hast nichts mit dieser Religion zu tun. Was ist denn? Auch an dir ist es nur noch dein Name. Ich weiß nicht, wie du heißt. Yusuf oder was weiß ich, wie du heißt. Mein Name ist Josef Goldstein. Sorry, ich musste diesen Witz wieder bringen, weil ich ihn einfach nur mal feier. Weißt du warum? Weil der Heilige Geist in mir das macht. Er sagt zu mir, Amir, geh und liebe ABK. Ich weiß nicht, mit welchen Geistern dieser Typ redet. Aber auf jeden Fall ist dieser Geist, glaube ich, ein Abonnent von mir. Ich persönlich esse kein Schweinefleisch, weil ich diesen Geruch von Schweinefleisch nicht mag. Das habe ich schon von klein auf nicht gemocht und weiß ich nicht, das mag ich auch jetzt nicht. Guck mal, wie der labert. Ja, von klein auf hast du den Geruch von Schweinefleisch nicht gemocht, das glaube ich doch, weil du da doch Moslem warst. Ja, warst. Ich schwöre, das Erste, was ich machen würde, wenn ich Christ wäre, ich würde endlich mal diese Würstchen gönnen, die ich als kleiner Junge mal in den Werbungen gesehen habe, aber nie essen durfte. Diese Schweinewürste hat immer die heftigsten Werbungen mit so Cartoon, die ist das. Noch nie gab es für unsere Halal-Würstchen so eine Werbung. Und diese Schweinewürstchen aus den Kinderwerbungen hast du früher mal direkt gefunden. Gehst an die Kasse, die liegt da. Aber unsere Halal-Würste war extra zu einem irgendeinen Halal-Markt. Kauf da, dies, das. Und jetzt bist du Christ geworden und magst den Geruch von Schweinefleisch immer noch nicht. Immer mit der Labe. Danke, Jesus. Gott hat meine Gebete gehört. Danke, Jesus. Danke, Heikel, dass du wenigstens unseren Herrn Jesus Christus preist. Und erst, anstatt Allah. Heikel, warum lutschst du jetzt bei dem? Ich schwöre, nimm dich jetzt auch Ex-Muslim glatt auf. Gottes Segen, mein Lieber. Ehrlich, ich verzeih dir auch für alles, was... Ich sag dir jetzt mal eine ganz wichtige Sache, die du... Ah ja, Leute, wieso? Er kennt sich ja nach dem Film. Mit Jalik, man hat sich ja auch den nicht hoch, um Hirschnin Heikel. Ja, ich bin ein Eis, der YouTube, der dem Film ist auch wieder Messi. Ich hätte gekriegt. Wie, mein Herr, der Mugrabini? Leid, der Iraner. Ah, la, Iraner, ne, keine Rache, die Brüksel. Je nicht, ich nehme nicht mehr so ein Papieren. Ja, Allah, Allah. Hast du schon Papieren, ein Tragedy Ramadan, da wird ich auf uns Rodo, da wird ich von der Salat Tarwe. Das kann ich nur, Halle. Hau, Motto, ein Flüchtling, der seine Heimat verfolgt wird, wenn er sagt, dass der Christ ist. Im Namen der Merkel, des Innenministers und des heiligen Justizministers. Entschuldigung, dass ich das jetzt mache. Jemand spricht einfach die Schahade aus. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulallah. Jetzt bin ich Muslim, guck. Jawohl. Amir ist dank mir wieder zum Islam konvertiert. Schon wo er sich geweigert hat, an einem Bifi zu essen, wusste ich schon, in diesem Jungen steckt noch ein Muslim. Was für immer irrigierten Penis? Du hast selber gerade einen irrigierten Penis hören, den du über mich redest. Hier, der ist Moslem, das ist der Beweis. Deswegen hat er letztens von so Philippa Delfin geredet und so, jetzt weiß ich, was er meint. Der meint seinen Flipper da unten. Du hast noch richtig Geld mit diesem Video gemacht, was du gegen mich rausgehauen hast. Ich wünschte bei Gott, dass du wenigstens einen Teil dieses Geldes Menschen gespendet hättest, die es nötig haben. Jetzt wisst ihr, was er machen will, der will jetzt, dass ich dann sage, guck mal, ich hab dem geholfen, der will, dass ich jetzt so, sagen wir, meine guten Taten aufzählen, ist auf den, ne, hier zähle ich meine guten Taten auf. Junge, du hast einen Ständer, während du meine Videos guckst, aber leise. Und wenn du gegen mich wenigstens diese Videos raushaust, dann spende wenigstens einen Teil dieses Geldes Menschen, die es nötig haben. Such dir irgendeine Organisation, ich hab mein Geld an eine Tierorganisation gespendet, die sich so um Tiere kümmern und so. Ich bin für die Giraffen. Ich verlinke euch die Organisation zum Erhalt der vom Aussterben bedrohten Giraffen. Da habe ich mir Geld hingespendet.
das wird dir noch zum Verhängnis werden, der Islam. Ich glaube eher, was mir zum Verhängnis wird, ist dein krasser Körper. Ich sag ehrlich, wenn ich schon damals wegen einer Junko-Schlägerei weggelaufen bin, wenn ich so seinen Körper angucke. Bruder. Bei deinem geilen Körper bekomme ich auch einen regierten Penis. So, der Mund wird immer trocken. Das sagen die Mädchen bei mir auch immer. Könnt ihr euch vorstellen, was der in seinem Kopf drin hat? Er ist schlau, ich will nicht sagen, dass der dumm ist, er ist wirklich ein intelligenter Mensch. Aber guck mal, wie falsch er seine Intelligenz einsetzt, versteht ihr? Ins Negative. Ich bin intelligent. Wie kann Gott uns ein Himmelreich versprechen, der so voller Sünde ist? Mit 72 Jungfrauen, zerreißender Jungfernhäutchen, immer erregierten Penis. Ja, ist doch Jackpot, auf mich warten 72 Frauen. Und was warten auf dich in deinem christlichen Paradies? 12 Aposteln, 12 Männer. Ja, geh zu denen. Schucht. Siehst du, wie du das ins Lächerliche ziehst? Kommt denn eine Philippa irgendwas sagen? Reicht doch jetzt rüber. Du machst aus dem Philippa-Brief, wo der Apostel Paulus an die Philippa schreibt, sagst du, das wäre so wie Delfin, dieser Flipper und sowas, ne? Glaub mir, ich würde mich auch am liebsten kaputt lachen, aber ich muss mich irgendwie beherrschen. Weil es muss ja irgendwie seriös noch so sein. Verstehst du? Auch wenn du da die übelsten Faxen machst. Warum ziehst du das so ins Lächerliche, siehst du? Und du ziehst das Ganze auch ins Lächerliche, weil du weißt, dass ich das extra ins Lächerliche ziehe, aber du trotzdem auf mich reagierst, anstatt auf Leute zu reagieren, die es komplett ernst meinen mit dir. Ich nehme dich nicht ernst. Bist du jetzt auch ein Selfie geworden, oder was? Dass du Werbung für Selfies machst? Diese Muslime, die du gerade erwähnt hast, die verachten solche Leute wie dich. Die wollen die Scharia hier implementieren. Die wollen nach Koran und Sunna leben. Du bietest mir Geld an, damit ich mit diesen Leuten live gehe und mit denen debattiere. Diese Leute jucken mich gar nicht. Diese Leute interessieren mich gar nicht. Die können noch 1 Million Videos machen. Ich schenke denen keine Beachtung. Was für eine schäbige Ausrede. Ne, ich möchte mit denen nicht diskutieren, weil das sind alles radikale Salafisten. Warum bist du denn damals auf die Straße zu Abunaji gegangen und hast mit dem diskutiert? Der ist ja bekanntlich auch radikal und so. Komisch. Sehr, sehr komisch. Bist du hier der Islamwissenschaftler Number One oder was? Du hast noch nicht mal einen Titel und sagst, die Übersetzung ist komplett falsch. Willst du uns veräppeln oder was? Wenn du was sagst, dann muss das direkt stimmen. Ja, ich bitte nämlich islamischen Quellen. Ah, hier, geh, was für islamische Quellen? Bist du da irgendwelche Leute, die gar keiner kennt? Das ist so, als würde ich die Übersetzung von der Junko nehmen mit der Arbeit. Was meinst du, wenn die dich in die Finger kriegen mit deinem Zeugs, was du da machst und Gaming-Kanal und Schrott und so? Anzieh alle, bist du bereit? Ey, Bruder, ich bin gerade mies aufgeregt. Warte. Schrucht, live aufgeregt. Wo wohnt der nochmal? Du meinst, du weißt, wo der wohnt, Bruder? In der Nähe von so einer Kirche oder so hast du gesagt, ne? Ja, der wohnt hier, Bruder. Okay, sag doch, spring, Bruder! Spring, Bruder, spring! Bismillah! Takbir! Allahu Akbar! Leute, ihr habt gehört, was der Ex-Muslim meinte. Er meinte, dass unsere Religion besagt, dass man nur töten soll. Seiner fiktiven Religion kommen wir jetzt nach. Samaha, ihr kennt mich in der Aufnahme, deswegen. Okay, alles klar, ciao. Meine Schwester, da komm runter Tee trinken, aber ich hab gesagt, ich bin gerade im Dschihad, ich kann nicht. Du bist eine Frau, mit einer Frau trinke ich keinen Tee, auch wenn du meine Schwester bist. Ich muss kämpfen, ich muss sie bekehren. Es gibt nur einen Soldaten auf YouTube und mit dem werde ich jetzt versuchen, den Ex-Muslim zu bekehren. Propaganda für einen Mittelalter-Islam. Eine unterschätzte Gefahr in einem zu toleranten Deutschland? Asi! Asi AP! Ja! Wo bist du? Bruder, ich bin Fischladen. Was machst du im Fischladen, Bruder? Ist das wegen Jesus Christus, diese Ostern, dass die Fisch essen und so? Nein, Bruder, ich wollte hier Alkohol kaufen. Astaghfirullah, was ist mit dir los? Bist du auch Ex-Muslim geworden, oder was? Ich hab sein Video gesehen, Bruder, mein Kopf ist... Weißt du schon, was du glauben sollst, oder was? Nein, Bruder, der hat mich gebahmet. Komm, wir müssen den zum Islam bringen. Safi, Bruder, Bombe ist hier. Ich hab gehört, der soll irgendwo hier in der Nähe wohnen, Bruder. Weißt du vielleicht, wo der wohnt? Manche behaupten, keiner... Warte, hörst du das? Hörst du das? Das ist so diese Kirchenglocke. Bruder, das kommt von Westen. Ich glaube, du weißt, wo der wohnt. Bruder, tu doch nicht so. Du warst früher mit dem befreundet. Sag doch jetzt, wo der wohnt. Sauf, ich steig ein. Ich bin richtig stolz darauf, dass ich einen auf YouTube gefunden habe, mit dem ich Leute den richtigen Weg zeigen kann, Bruder. Ja, Bruder, danke schön. Warte, ich mach ein bisschen Musik an, Bruder. Das kommt ein bisschen scheiße. Mach mal aus, ey. Hä, warum? Mach das aus! Saf! Musik ist haram, Bruder! Bruder, das war doch dein eigenes Lied, du hast doch selber gerappt, Bruder, wie Tekken Bugatti! Ja, aber das nur wegen Geld auf YouTube, Bruder! Privat höre ich das gar nicht! Hier, ich mach was anderes an, Bruder! Der Weg der Salaf ist der richtige Weg! Mashallah! Merkst du, wie es deine Seele befreit, Bruder? Du hast gerade noch gezweifelt! Meinst du, wir schaffen es, YouTube Deutschland zu islamisieren eines Tages? Inshallah! Dann werden wir unsere Kanäle an irgendwelche Prediger verkaufen und die werden dort immer ihre Botschaften hochladen! Saf! Müssen wir ernst sein.
Wir sind ernste Muslime. Ja. Bruder. Was ist das? Ich glaube, wir sind da. Ah, du meinst, der wohnt so lehmhütte-mäßig so, ne? Wow, Bruder, siehst du das Kreuz? Er wohnt hier, Bruder. Lass da rein, lass da rein. Wir müssen diesen Typen bekehren. Guck mal, was er mit unseren Leuten gemacht hat. Ey, klingel du, klingel du. Okay. Puh, Hast du geklingelt? Hast du ja, geklingelt? Ja. Ich glaube, du hörst das nicht wegen dieser Kirchenglocke. Bruder. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Bruder, warte. Das ist wichtig. Ey, Bruder, ich kann gerade wirklich nicht. Warte kurz. Rein! Los! In den Keller, bring ihn in den Keller! Mach Tür zu! Ey, Bruder, guck mal, was ich gefunden hab! Halal geschlachtete Fisch! Der fickt meinen Kopf, ich weiß jetzt nicht, was der ist, Bruder. Halal Fisch? Er sagt aber, der ist Christ, Bruder, ich weiß jetzt nicht, was der ist. Vielleicht ist er alles so, damit er Sicherheit hat, um in den Himmel zu kommen. Guck mal, Bruder! Hey. Wow! Dieses Buch! Bruder, hier sind alle Hadith aufgeschrieben, der hat die alle verändert! Wir bringen ihn jetzt in den Keller, damit der Scherz spricht. Bruder, alle, guck mal, der trinkt einfach Alkohol, der Hund. Guck mal hier, Fitness, Bruder. Aber noch, der trainiert sein Kreuz und guckt dabei Bibel-TV, ne? Siehst du die Schatztruhe, Bruder? Oder da hat mehr Spenden als wir, siehst du das? Mann! Zack mich ab, Alter. Bannerspiele am Computer machen aggressiv und gewalttätig. Guck mal, was auf Tafeln da steht, Bruder, siehst du das? Oh mein Gott! Warum steht da auf Arabisch, Bruder? Ey, Bruder, guck mal, was ich gefunden hab! Was ist das? Bruder, wenn man Christ wird, machen die doch so Wasser an Stirn und so, dann werden doch Christen. Meinst du Taufe, Bruder? Ja, genau. Oh, Bruder, ich muss hier raus, Mann. Geh raus, Bruder, bevor ich Christ werde, hatte. Guck mal, hier sitzt der immer, wenn der seine Livestreams macht, siehst du? Hier sitzt der immer, Bruder, und seine Freunde sitzen dann da und rauchen Shisha und schieben sich Schlagkick im Hintergrund. Komm, ey, Assi, wir nehmen ihn jetzt, wir bekehren ihn jetzt, komm. Vielleicht können wir ihn am Ende nicht umbringen, sondern wir lassen ihn, zum Himmel kommen, weil der ja so miese Jesus ist. Und dann machen wir so drei Ballons, dann fliegt man doch in Luft, Bruder. Wir sagen, du willst zu Jesus, Safir, nimm diese Ballons. Der fliegt so in Luft, gern, der ist so oben. Und danach, wir schießen. ja, genau so. So, guck jetzt auf diese Fernseher. Guck dir das genau an, was du da gerade siehst. Sprich diesen Leuten nach, denn nur sie sprechen die Wahrheit. Junge, sprich doch nach, Mann! Bruder, ich glaube, er ist bekehrt. Ich glaube, so langsam gefällt ihm das, was er gerade sieht. Los! Sag! Niemals in meinem Leben. Junge, sag doch schnell da, Mann! Niemals sag ich diesen Satz. Der hat dich gelernt. Wir nehmen den jetzt mit, Bruder. Komm. Subhanallah, Bruder. Diese Autos sehen aus wie bei Jesus, diese Videos und so. Komm, diese Feeling hier, Bruder. Los. Diese Musik muss jetzt kommen. Geh rein! Jilla, geh rein! Warte. Bruder, ey, der muss jetzt in diesem Raum hier. Alhamdulillah, ich bin komm. Muslim, ne? Geh auf den Teppich. Geh doch auf den Teppich, Mann. Guck auf den Fernseher, danach sagst du Shahada, dann betest du mit uns. Der muss uns alleine vorbeten, Bruder. Wir wollen sehen, ob der das wirklich ernst meint. Wenn wir mit dem beten, dann können wir ja nicht gucken, ob der richtig betet, Bruder, weißt du? Da weißt du auch bei Gebet, du darfst nicht nach hinten gucken und so. Deswegen, wir können den nicht angucken dann. Asi, Bruder, ich glaube, da weiß ich, wie man betet. Zeig dir mal, wie man betet, Bruder. Okay, geh mal zur Seite. Ey. Was? Alhamdulillah, ich bin Muslim, ne? Land sein Internet am Arsch. Das kann man so nehmen wie. Gott hat ihn genommen oder irgendwie Jesus hat ihn gerettet. Das war voll perfekt. Bruder, der ist weg. Der ist tot, Bruder. Vorbei. Okay? Hallo? Ey, Bruder, was machst du da? Bruder, ich bete gerade für den. Was machst du da, Bruder? Der ist als Christ gestorben. Darfst du schon beten? Nein! Bruder, du hast ihn doch verarscht. Du meinst doch, der geht jetzt als Moslem, weil er sich in die Luft gesprengt hat. Hast du geprankt, Bruder? Prank, Bruder! Versteck die Kamera! Bruder, du hast ihn hochgenommen, Bruder. Hast du hochgesprengt, Bruder. Stop me! Stop me!